Moin, ihr Baggerluten. So, Alan Wake. American Nightmare. So, wir waren hier voll unterwegs und wollten diese Seite einsammeln. Habe ich letzte Folge nicht gemacht. Deswegen machen wir es jetzt. Gemeiner Cliffhanger, oder? Oh, die Old Gods im Studio. Ich glaube, wir kriegen hier jetzt alles irgendwie über die Old Gods, ne? Kriegt das schon mit. Haben wir die hier ganz vergessen, oder? Mal gucken. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Ha, sehr gut. Sehr gut. Solche Leute gibt es im Musikgenre leider tatsächlich häufiger. Ich frage mich jetzt halt nur, was benutzen? So, one morning I was running. It was in the fall. It was about 6 o'clock in the morning. It was the sun was just coming up. And there's this huge estate right on the Long Island Sound called the Ziegler Estate, and it's monstrous, and it has these old iron gates that have these, they're spiked, very, very sharp. But it's, I mean, acres and acres of land. And so I'm running, and I'm listening to Tosca, listening to opera. And there's a moment in Tosca where Tosca's about to stab Scarpia, okay? And it's like, it's very, very dramatic. And it's like, they're like, there's this huge duet. And so I'm running, and you can see the breath coming, you know, you can see my breath coming, the sun is coming up, and there's this incredible scene happening. And all of a sudden, I see something that's on the fence. And as I'm running up, I realize it's a deer. And the deer has tried to jump over this fence, like eight feet high, tried to jump over the fence. It landed on top of the fence, it caught it in its chest, and it slid all the way down. So it had opened the deer from the chest to all the way down its stomach, and it was still alive. It was flailing, absolutely flailing. I remember just this music, and the thing was running, and I couldn't believe what I was seeing. Absolutely couldn't believe what I was seeing, and I couldn't get at the deer. It was on the other side. So it's like the idea of like, okay, well, you should help the deer, you know, try to put out his mirror. I couldn't get near it, and it was huge. It was gigantic. And so and there was like gigantic horns. I mean, it was like, it was a visual I will never, ever, ever forget. And I just remember as I was running and just these flock of crows that were like, in the trees just flying. It was the most cinematic, frightening thing I've ever seen. I just stood there. I stood there until it died. You know, and then just started running home. Okay. War ein bisschen creepy, die Geschichte. Ich weiß auch gar nicht. Konnte man das vorher auch schon? Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Okay. Irritierend. Aber gut, dann ist das so. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Erlebnis auch nicht gerade schön ist. Merkwürdig. Dass das jetzt halt auf einmal da auch soll, ne? Die Leuchtfackeln sind voll, dann wähle ich die mal aus. Hier? Was ist hier denn noch alles? Was? War ich hier schon mal überhaupt? Ich erinnere mich hier gerade gar nicht dran. Komm, hoch mit dir! Und ich erinnere mich noch, wie ich gelaufen bin. Okay. War's das? Was ist denn hier jetzt?
Warum haben wir nicht mehr so viele Patronen? Das gefällt mir nicht. Wo sind wir denn jetzt ganz? What? Okay, hier sollen wir nicht hin. Ich weiß, wo wir hin sollen. Da, wo der fette Bären auf der Karte ist. Ja. Kann das auch mal aufhören hier jetzt bitte wieder? Ich würde mal gerne wieder ein bisschen was sehen. Ich kann mal gucken, was hier so generell noch ist. Ich wusste gar nicht, dass wir hier überhaupt hätten hingekommen schon. Also hingekommen wären auch so. Dementsprechend würde ich echt gerne mal gucken, was hier überhaupt ist. Ob hier überhaupt was ist. Ich höre hier doch schon wieder Dinge. Von überall, okay. Oh, okay. Ja, okay. Da hinten blinkt irgendwas. Eine Seite! Es lohnt sich, hier rumzulaufen. Okay, okay, okay. Oh, 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 schön. Ich weiß nicht, ob die vorhin schon da war oder erst jetzt. Ach, cool. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it, others can cope. I'm one of those people, and I know how to wield that power to rewrite reality. Also quasi zu seinem Vorteil nutzt. Okay, dann fehlen uns hier nicht mehr viele Sachen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen. Machen wir mal. Lohnt sich. Hätte ich vielleicht mal eher machen sollen hier mit dem mal rumlaufen und mal gucken. Mir vielleicht schon ein bisschen mehr. Ja, da hinten hat auch irgendwas geblinkt. Komme ich hier zu den Teilen ran? Nee, da geht's schon wieder los. Ja, ja, ich hau das schon ab. Lass mich in Ruhe. Oh! Alter! Abstand, Kollege! Aber ich finde das interessant und gut. Ja, da hinten hat er jetzt erstmal nochmal was geblinkt. Irgendwo. Wo hatte ich denn hingeguckt? Habe ich von hier lang geguckt? Da ist... Ah, guck mal! Alter, das ist der Seitenmarathon. Übel. Coole Nummer. Ja, schön. Guck mal, da fehlen uns ja nur noch zwei Seiten hier. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Mm-hmm. Okay. Das finde ich richtig gut. Was denn da? Ah, okay, da war ein kleiner Anzeige-Bug. Wo sind... Ach so, nee, das ist... Wow! Alter! War hier nicht noch einer? Nee. Ei, Karamba. Widerlich. So, wie sah das hier aus? Hatten wir hier noch irgendwie was? Nee, nichts auf dem Radar. Ich habe mich gerade nur gedreht, so schnell wegen dem Radar.
Das taucht ja gerne manchmal auf, wenn es rein theoretisch ins Blick fällt. Da wollen wir sowieso nicht rein. Da wollten wir eh nicht hin. An die Höhle haben wir noch böse Erinnerungen. Da wollten wir nicht hin. Oh, komm schon, hüpf da hoch, Alan. Los. Ich glaube, wir haben hier jetzt gerade schön viel gesammelt. Oder? War das lohnenswert? Geilo! Geilo! Ich freue mich ein bisschen hart. Dann fehlt uns nur noch eine einzige Seite und das von dem Riesen. Emma und Mr. Scratch. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel. But from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. Das ist leider immer so. Leider ist das immer so. So, eine Seite, die jetzt natürlich überall stecken könnte, ne? Eine Seite, die überall sein kann. Okay, alles klar. Super gut. Super gut. Ich glaube, das war nicht der Fehler, hier runter zu gehen und das mal zu machen. Vielleicht müssen wir gleich nochmal hochlaufen, zurück. Geil, wir haben alle Seiten hier gefunden. Nice one. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zuerst hätten das Sternchen halt machen müssen, um dann hier runterzukommen und das jetzt alles zu machen. Oder ob man direkt weitergekommen wäre. Ich weiß, eigentlich müssten wir dann sowieso erst die Schlüssel dann holen, dann ins Hotel rein und dann die Schlüssel von der Sternwarte holen. Aber lass die Story mal noch nicht so schnell weitergehen. Ich will hier noch sammeln. Der Riese. Außerdem ist es halt mit diesen mit diesen Zetteln halt, mit den Seiten. Die Manuskripte, genau. Das habe ich gesucht. Einfach eine ganz, ganz geile Art, irgendwie eine Geschichte noch weiter zu erzählen. Also ich finde das gut. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before. But encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Wir haben alle Seiten. Das ist sehr gut. Aber der Typ hat mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. So, da hinten gäbe das noch was? Oh, noch eine Radiosendung. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Arts Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business, that's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise, he would have... Well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back.
Weiß ja nicht, wie euch das geht, aber das finde ich gerade ganz schön krass. Das finde ich echt krass. Alter. Na gut, was soll sie machen, ne? Sie nach 2 Jahren verschollen oder na halt verschwunden. Ich kann das nachvollziehen. Also ich persönlich wäre ihr nicht böse, überhaupt nicht. Wake, is that you? I set everything up for you at the oil field. Thanks. Just checking on you. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja cool, dass die Interaktion. Das ist ja übel, ist das. Das ist richtig übel. So, wir gehen jetzt. Ist das hier die. Das ist die rechte Seite davon. Ja, da wollten wir jetzt lang gehen. Alter, Finne. Was haben wir hier noch? Ay, caramba. Ein bisschen krass ist das schon. Also ich empfinde das echt als ein bisschen krass. Ich meine, wer will es ihr verübeln? Stell dir mal vor, du bist verheiratet und dein Partner oder deine Partnerin lässt sich 2 Jahre lang nicht blicken. Ohne Tschüss zu sagen oder sonst was. Natürlich geht man irgendwann davon aus, dass dieser Mensch tot ist. Aber was macht man, wenn das nicht ist und wiederkommt? Ja, das ist so echt ihr... Ihr Ding halt einfach von wegen, ja, pass auf. Ja, ich verarbeite das vielleicht. Ich will dein Erbe in Ehren halten, was du gemacht und geleistet hast in deinem Leben. So. Ach ja, ich werde jetzt ganz viel wieder reden, weil ich sonst hier die GEMA-Sperre reinbekomme. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn das so häufig passiert, vielleicht das Video gar nicht in Deutschland verfügbar ist. Deswegen rede ich gerade ganz viel. Es ist eine sehr coole Szene. Nice! Ich mag auch das Lied, es tut mir leid, aber sonst googelt einfach, nein, nicht googeln, sondern hier auf YouTube, sucht einfach mal nach Alan Wake's American Nightmare OST für Official Soundtrack, Official Soundtrack. Das ist cool und gut. Jetzt müssen wir wieder laufen. Lauf! Hier passiert doch gleich eh wieder das Gleiche. Das Ding fängt an zu brennen und geht klein und kabooster. Ja, wissen wir doch. Alter! Geh hoch da! Alter! Steht da noch einer? Der steht noch. Jetzt nicht mehr. Nachladen. Und rennen. Nachladen und rennen. Nachladen und rennen. Next stop. Saving Emma. Genau, und jetzt rennen. Nein! Nummer 1. Mal sehen, ob die anderen vielleicht auch dadurch kapeistern. Nummer 2. Nummer 3. Okay, das hilft anscheinend nicht. Doch, hat geholfen. Ach, da sind schon wieder solche Granadas-Backen. Alles klar, nichts los hier. Alles gut. Alles schön. Ja, es ist dieses Mal tatsächlich ein bisschen schlimmer. Oh je, oh je. Oh, wow. Gerade weggehüpft. Alter. Wow. Okay. Ich habe ein Déjà-vu. Haben wir das nicht schon mal so gehabt? Und dann wieder uns verabschiedet und dann in der nächsten Folge? Ich glaube ja, ne? Also, liebe Leute, ihr kennt's. Déjà-vu. Nein, wir sind in einer Zeitschleife. Bin gewickelt, ciao und tschüss.